Golf ist das Spiel der Gentlemen mit Regeln, Etikette und Fairness. Über die Jahre mussten die Golffans jedoch so einiges ertragen. Denn Stilsicherheit ist auch im Golfsport nicht jedermanns Sache. Während die heutigen Profis aalglatt und elegant erscheinen mögen, wartet der nächste Mode-Fauxpas schon hinter der nächsten Ecke. Somit haben wir einen unverblümten Blick in unser Archiv geworfen und hier sind sie nun, unsere Top 10 der Fashion-Desaster. Den Anfang macht der liebenswürdige Martin Wiegele. Die Shirtwahl des Österreichers bei der BMW Russian Open 2003 war, um es milde auszudrücken, interessant. In diesem Jahr hatte er gerade den Einstieg in die European Tour geschafft. Doch auch im Sudden Death Playoff gegen den Australier Marcus Fraser konnte sein gewagtes Shirt nichts ausrichten. Jemand meinte, ich sehe aus wie der Pizzabote. Auf der Nummer 9 befindet sich Duffy Waldorf. Über 20 Jahre hat uns das ehemalige PGA-Tour-Mitglied mit seinen exotischen Shirts und Hüten beehrt. Meine Shirts saßen wirklich sehr eng, denn ich habe sie immer sehr heiß gewaschen. Während Jack Nicklaus und Brian Barnes in einem Wettkampf beim Ryder Cup 1975 gefangen waren, war es der Ire John O'Leary, der mit seinem ultimativen 70er-Jahre-Look Laurel Valley zum Strahlen brachte. Jarmo Sandeling war das Gespräch. Jeder hat gesagt, hast du seine Brille gesehen? Auf der 7 haben wir Jarmo Sandeling, der beim Scandinavian Masters 2001 gekleidet war, wie aus der Zukunft. So etwas haben wir bis dahin und auch seitdem nicht mehr gesehen. Lustig war es trotzdem, vor allem bei der Ausrichtung seines Putts. Bleiben wir auch bei der Nummer 6 beim Thema Skandinavien. Wo auch immer Jesper Panevik auftaucht, darf auch sein Hut nicht fehlen. Die hochgeklappte Mütze des beliebten und auch etwas exzentrischen Schweden inspirierte ihn zu seinen Siegen auf der PGA und European Tour sowie den beiden Ryder Cup-Titeln. Unsere Stimme für seine auffällige Kopfbedeckung hat er auf jeden Fall. Gleich zweimal vertreten ist unsere Nummer 5. Die Open Championship 1970 in St. Andrews war eine wahrliche Augenweide. Während Tony Jacklin sein Bestes gab, den Titel zu verteidigen, gab es jedoch keine Entschuldigung für die Wahl dieses Neongrüns. Man konnte Mitleid mit Doug Sanders haben, denn er musste bereits Jacklins blauen Jumpsuit ertragen. Aber nach dem Playoff-Sieg von Jack Nicklaus wurde dieses sandgelbe Outfit zur Legende. Die Erleichterung von Team USA beim Finale des Ryder Cups 1999 war offensichtlich. Justin Leonards emotionaler Jubel war nicht nur wegen seines Siegesputts. Endlich konnte er auch dieses Gruselshirt wieder ausziehen. Knickerbocker sind ein umstrittenes Kleidungsstück im Golf. Aber Payne Stewarts Hommage an die Anfänge des Sports würdigte er mit diesem kultigen Golfsymbol. Der dreifache Major Champion und Ryder Cup Gewinner war der Traum eines jeden Fotografen. Ein großartiger Entertainer, der allen bei der Open 1990 mit diesem faszinierenden Look die Show stahl. Unser zweiter Platz geht an Ian Poulter. Der quirlige Engländer ist wiederholt auffällig geworden mit seiner seltsamen Liebe zum Union Jack. Bekannt für seine knallbunte Auswahl an Hosen und grellen Farben wäre Golf ein langweiliges Spiel ohne ihn. Und es ist dieses Outfit bei der Johnny Walker Classic 2008, das unserer Ansicht nach bis heute sein größter Fashion-Fauxpas ist. Aber wer ist unsere Nummer 1? Wer sonst hätte es mehr verdient als Golf-Fashion-Rebell John Daly? Ein extrovertierter Charakter mit Geschmack, über den es sich streiten lässt. Aber mit zwei Major-Titeln auf dem Konto hat er es sich allemal verdient. In jüngster Zeit hat sich der US-Amerikaner mit seinen auffälligen Mustern einen Namen in dieser Sportart gemacht und er schafft es immer wieder mit seinem psychedelischen Kleidungsstil zu überraschen. Wo auch immer er hingeht, die Fans folgen ihm. Das war sie also, unsere Top 10 der Fashion Disaster. Hässlich oder schön liegt natürlich im Auge des Betrachters, interessant sind die Paradiesvögel allemal.